Servus Leute, was geht? Mein Name ist LoyHD und herzlich willkommen bei Yu-Gi-Oh! Millenniums Duell. Und ja, Spiel seit dem 24.04.2014 draußen. Und ich habe es mir jetzt leider erst vor kurzem geholt. Ich habe es natürlich schon länger gespielt, ich zocke es nicht blind. Ich hatte vor, ein Let's Play zu machen, es hat leider aus technischen Gründen nicht hingehauen. Ich hatte keinen Bock, es wieder von vorne zu beginnen. Also man sieht hier ganz einfach im Einzelmodus-Menü, man hat Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS und Yu-Gi-Oh! Xexa. Und dann hat man hier die einzelnen Dinger und dann schaltet man das frei. Also man muss hier 5 Gegner besiegen, dann hier 5, dann hier 5, dann hier 5 und dann kann man das nächste. Ich bin hier schon beim 4. und spiele gegen Rebecca Hoxon, die ziemlich stark ist. Ich habe ehrlich gesagt schon 3-mal gegen die verloren. Ich habe keine Ahnung, wieso, jetzt hoffentlich klappt es. Und ja, vom Design her, es erinnert mich ziemlich stark an Yu-Gi-Oh! Online 3, wer das noch kennt, es war vom Konami auf dem PC, auf dem Computer, und es war ein ziemlich geiles Spiel für Yu-Gi-Oh! Und war kostenlos, Packs haben gekostet halt, so wie hier, und ja, also es war auf jeden Fall ziemlich schön und hat Spaß gemacht zu zocken. Und ja, wie gesagt, das Design wie bei Yu-Gi-Oh! Online. Das ist ziemlich gefährlich, da bin ich noch. Ja, okay, ich bin gefährlich, so halbe. Gar nichts, also. So, zerschönen wir natürlich. Selbstverständlich. Wir haben auch noch ein bisschen behilflich sein, aber jetzt greifen wir erstmal an. Und minus 1000. Aber in der letzten Duell, muss ich ehrlich sein, war es immer so, und dann sind wir auch ziemlich am Arsch gehabt, also es war kein Witz dann mehr. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und jetzt habe ich wenigstens mal gescheite Falkenkarte, um mich später zu verteidigen. Das ist natürlich ziemlich gut. Wir greifen jetzt einfach mal an. Ich denke mal, es wird ein Effekt sein, ja, was ich mir gedacht habe. Der Effekt ist natürlich ziemlich süß. Ja. Aber wir beenden auf jeden Fall zu. Und ja, ziemlich witzige Karten. Ich bin wahnsinnig gegen die 5 obersten Karten im Deck offen. Also hier haben wir zum Glück die Eisenschrott-Vogelscheuche, die ziemlich genial ist. Das Fallenkarte, ich lieb's jetzt mal. Hört auf jeden Fall zu meinen Favoriten. Und da nehmen wir erstmal den Effekt und stellen die Karte. Diese Karte setzen wir schon mal verdeckt. Und dann greifen wir auch schön an. Mal mit 1700. Und wir setzen nur 4-6 und mal gucken, wie weit das passt. Aber wie gesagt, ich habe vorhin auch so gut angefangen und dann hat sie ihre paar Glückskarten gezogen und dann war mein Zug im Arsch. Und da kommt jetzt erstmal wieder ein Monster. Gegen die Battle Phase. Greifen an. Wieder die gleiche Karte wie vorher. Kannst die Karte deines Gegners ansehen. Okay. Ja, sind alles unsere Monster. Guck mal, wie Monster, der hat fast keinen Zauber oder Fallenkarte. Weg, doch meine Eier. Natürlich auch noch an, und da hat er noch 3000 Lebenspunkte und weiter in die Endphase. Ja, und dann sieht es gut aus. Mal gucken, wie es anhält. Sieht ziemlich gut jetzt sogar aus. Spannendes leider, aber vorhin, ey, das war echt. Aber wenn es spannend wird, dann habe ich meistens die Arschkarte noch am Ende. Oh, warte. Okay. Dann machen wir mal Endphase. Jetzt könnte es doch noch spannend werden. Da muss ich ja schon mal mir überlegen, der Gegner.
Dauernde Meldungen, die kotzen mich ziemlich an, aber ja, sind ja nötig. 1-7, der Gegner hat ihn. Was greift an? Aktivieren wir erstmal diesen Effekt. Ich glaube, die andere Karte könnte ihn auch für was etwas anderes gebrauchen. Und wenn ich mal genau ansehe, auch ein 7. Wir beschwören sie jetzt einfach mal. Und greifen wir mit dem Zerstörer. Ja, greifen. Okay, zerstört. Und dann greifen wir da an und greifen noch mit dem an und das ist auch. Daran habe ich jetzt gerade zwar nicht gedacht, aber jetzt im Nachhinein fällt mir das ziemlich gut ein. Okay, greifen wir auch noch ein und dann was und dann ist diese Uhre zunächst jetzt einfach mal frecherweise auch endlich mal besiegt. Weil, wie gesagt, ich saß ziemlich lange dran, sie jetzt besiegt, fast 5 halt, also. Ja, sie besiegt. Muss fast noch von meiner Seite aus. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr Yu-Gi-Oh! Sehen wollt, vielleicht dann demnächst mal auch mit einem etwas spannenderen Duell, dann ja, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Aber abonniert diesen Kanal noch, dass ihr da nichts verpasst und kommentiert das Video auch mit, naja, oder mit eurer Meinung. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal und haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.